Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen Stranded Kids, einem Survival-Spiel. Wir spielen einen Jungen oder ein Mädchen, wir werden nachher mit dem Mädchen spielen, das nach einem Schiffsunglück hier auf einer einsamen Insel landet. Ziel ist es natürlich, von dieser Insel runterzukommen und vor allem nicht zu sterben. In den USA und ich glaube auch in Japan hieß das Spiel Survival Kids, nur bei uns hieß es Stranded Kids. Ich weiß nicht, warum sie das umbenannt haben, aber es soll jetzt auch egal sein. Wie lange spielen wir das Let's Play? Ich würde vorschlagen, bis wir von der Insel runter sind. Da gibt es anscheinend mehrere Möglichkeiten. Oder bis wir gestorben sind. Also im Mittel geht dieses Let's Play nur eine Episode. Ich kenne von dem Spiel die ersten 10 Minuten. So bis zur ersten Hütte, bis man da hinkommt. Und danach kenne ich von dem Spiel nichts. Das ist dann für mich absolut blind. Deswegen, ich muss alles selbst herausfinden. Ich habe auch extra nicht nachgeguckt im Internet, wie man welche Sachen zusammenbaut. Und ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen und gucken mal, wie weit wir kommen. Wie gesagt, vielleicht geht das Let's Play auch gar nicht so lange. Wir spielen, wie gesagt, mit dem Girl, mit dem Mädchen. Man hätte auch die deutsche Sprachausgabe einstellen können. Nur die ist richtig, richtig übel. Deswegen bin ich bei der englischen Ausgabe geblieben. Die ist zwar auch nicht hundertprozentig gut. Wir bleiben bei dem Namen Mary. Aber die kann man sich schon antun. Auf jeden Fall besser als die deutsche Sprachausgabe. Übel. Eines wunderschönen Tages. Ein einsames Boot cruiste über den Wellen. Ein Vater und sein Kind waren die einzigen Besatzung. Müssen eigentlich heißen die einzigen Passagiere, aber okay. Das Mädchen hat den Trip zum 10. Geburtstag geschenkt bekommen. Und der Vater, der auf Adventure steht, hat dem Kind auch noch ein Messer geschenkt. Gott sei Dank. Sonst wären wir ganz schön aufgeschmissen. Pass gut auf das Messer auf, meine Kleine. Ja, danke, Daddy. In dieser Nacht. Die Wellen schwollen an. Eine riesige Welle hatte dann plötzlich das Schiff getroffen. Da müsste Schiff stehen und nicht Boot, aber egal. Daddy! Das Boot versank, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und dann haben wir einen weißen Bildschirm. Ach, da geht's los. Pöck, 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 pöck. Gott sei Dank, wir sind nicht tot. Wäre sonst ein sehr kurzes Let's Play gewesen. Wo bin ich? Oh. Das ist weggerannt. Wartet mal. Wo sind denn alle? Wo ist Daddy? Was kann ich nur ohne Daddy tun? Naja, aber mir jetzt Gedanken über ihn zu machen, hilft mir jetzt nicht. Sehr rational, so eine 10-Jährige. Ich muss gucken, was ich für mich selbst tun kann. Erstmal muss ich hier diesen Ort auserkundschaften. Und jetzt können wir uns bewegen. Unsere Lebensanzeige dort 100... Darunter das H steht für Hungry, Hunger, 70, W für Water, ist dann wahrscheinlich der Durst. Und F, was war nochmal F? Die Ausdauer, Fatigue, ja, werden wir sehen. Hey, das ist ein Stück vom Schiff. Ich hab's also nicht geträumt. Nein, es ist leider wahr. Das Gras ist so dick, hier kann ich nicht durchgehen. Okay. Mal hier. Nur eine Sanddüne. So scheint es zumindest. Aha. Das ist auch nur eine Sanddüne hier. Hey, mein Rucksack ist hier vergraben. Wer auch immer den ausgegraben hat, vergraben hat. Dick, 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 grab, grab, grab. Und ist alles noch drin. Gott sei Dank. Wir haben das Messer. Wir haben ein Radio. Sehr schön. Können wir wenigstens ein bisschen Musik hören. Ein Streichholz. Danke, dass wir ein Streichholz haben. Aber immerhin haben wir schon mal was. Ich guck mal, mit Start kann man dann ins Inventory reingehen, was wir hier wirklich haben. Wie gesagt, das sind die drei Gegenstände, die wir jetzt gerade gefunden haben in unserem Rucksack. Hier kann man mit diesem Merge-Befehl kann man Sachen zusammenbauen. Da kommen wir später noch zu. Ja, die Map
sagt natürlich noch nicht so viel aus. Es ist wohl eine relativ große Spielwelt, also für ein Game Boy Color Spiel haben wir hier sicherlich einiges zu entdecken. Ja, Stop Game müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Wir gucken einfach mal weiter. Aha, ja, ist eine Muschel. Die können wir jetzt entweder direkt essen, die Muschel. Ist keine gute Idee. Ich meine, das sagt ja schon der gesunde Menschenverstand, dass man eine Muschel, die roh ist, nicht einfach so essen sollte. Die nehmen wir erstmal mit. Vielleicht können wir die nachher mal kochen. Oder tauschen, oder weiß der Geier was. Ja, noch ein Stück vom Wrack, okay. Noch mehr Wrackstücke. Den Stock nehmen wir auch mal mit. Und die Muschel nehmen wir auch nochmal mit. Habe ich eigentlich schon das Messer ausgerüstet? Nein, im Moment nur die Faust. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal zu den Items und nehmen mal das Messer und rüsten das mal aus. So, jetzt können wir nämlich hier schön das Gras wegmachen und hier unsere Flasche mitnehmen. Unsere Kantine, wie sagt man? Unseren Trinkbehälter, unseren, naja, ihr wisst schon. Und den können wir jetzt wahrscheinlich auch mit Wasser auffüllen. Oder sollten wir, vielleicht sollten wir nicht unbedingt Seewasser nehmen. Nichts drin. Naja, wir sollten kein salziges Seewasser nehmen. Ja, das weiß ja jedes Kind. Dadurch wird es nur schlimmer, der Durst. Und man stirbt. Gucken wir nochmal, ob in den Sanddünen irgendwas ist. Na, komm. Okay. Hier irgendwas. Auf jeden Fall können wir jetzt hier hinten weiter. Hier habe ich vor allem beim ersten Mal gedacht, hä, ist hier ein Durchgang? Irgendwie eine Höhle oder so? Nein, natürlich nicht. Es sind nur Palmen. Sehr schön. Ja, jetzt kann ich weitergehen. Ja, dann mach mal. Mach mal, Süße. Wow, ich bin im Dschungel. Wild und überall sind Bäume. Ich frage mich, ob hier irgendwelche Leute sind. Naja, macht keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Sollte gehen. Das ist wirklich sehr rational. So, nehmen wir das mal mit. Was haben wir hier? Eine Feder. Ich vermute mal, mit dieser Feder können wir später Pfeile bauen. Das Ding hier ist wichtig. Ein Stückchen vom Baum, von der Baumrinde. Die Muscheln nehmen wir natürlich auch mit, klar. Gar keine Frage. Können wir mit den Bäumen irgendwas machen? Ne, zu dick. Da können wir mit unserem Messer nichts anfangen. Oh, noch ein Stock. Sehr schön. Immer her damit. Solche Sachen kann man wahrscheinlich immer gut gebrauchen. Man kann auch nicht unbegrenzt Sachen mitnehmen. Das heißt, irgendwann sind die Taschen voll. Ah! Oh, da ist eine Hütte. Vielleicht ist da jemand drin. Geh mal nachgucken. Hallo, jemand zu Hause? Hallo, irgendjemand? Ich schau mal rein. Mach das. Klopf, klopf. Ist das das Knock-Knock-Spiel? Es ist definitiv niemand zu Hause. Ich bin müde. Ich sollte schlafen. Und morgen schaue ich mich dann nach neuen Leuten um. Okay. Das sieht nach einem guten Platz aus zum Schlafen. Das könnten wir jetzt machen. Wir machen aber erstmal, das weiß ich nämlich, aus diesem Stick und aus der Baumrinde können wir ein Kindling machen. Mit dem können wir dann nämlich Feuer machen. Hier. Wie sagt man dazu im Deutsch? Kindling? Feuermachgerät? Feuermachgerät. Gefällt mir. Nicht, dass wir das jetzt bräuchten. Das Feuer. Im Moment ist ja noch alles in Ordnung. Ich würde sagen, hauen wir uns aufs Ohr. Wahnsinn, diese dreistellige Anzeige, die macht mir sowieso schon Angst. Wer weiß, wie lang dieses LP wird. Ich habe gut geschlafen heute Nacht. Jetzt sollte ich aber losgehen. Sollte nach ein paar Sachen suchen. In meinem Bauch, da rumpelt's auch. Sollte gucken, ob ich etwas zu essen finde. Hier die Kiste ist übrigens auch irgendwann praktisch. Da sagt es auch schon, die Kleine. Da kann sie ihre Sachen reintun. Machen wir jetzt aber nicht. Schauen wir uns erstmal weiter um. So, den Weg hier kenne ich noch. Hier sollte man übrigens aufpassen, da kommen Bienen raus oder Hornissen oder sowas, ich weiß nicht genau. Sollte man nicht unbedingt mit dem Messer reinhauen, das finden die gar nicht so gut.
nehmen wir die Pilze mit. Die hier auch. Sehr schön. Müssen wir mal gucken, dass wir zum Wasser kommen. Ich weiß wohl, dass hier vorne noch ein Fluss fließt. Wenn ich jetzt die richtige Richtung gehe, ich weiß es gar nicht mehr. Hier ist die falsche Richtung. Ich bin wieder am Strand. Hier wollte ich doch nicht hin. Ich wollte doch nur zum Fluss. Na egal, schauen wir uns halt weiter um. Was sagt denn unsere Hungeranzeige? 45, 44 Wasser. Bei dem F, da muss ich in der Pause nochmal nachgucken, was das heißt. Mal einen Blick ins Handbuch werfen. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Stein. Ich muss etwas ablegen. Wie gesagt, man kann nicht unendlich Sachen tragen. Was brauchen wir denn erstmal nicht hier? Ich würde sagen, wir legen mal eine von den Muscheln weg. Wenn man die weglegt, dann sind sie tatsächlich erstmal weg. Also die bleiben jetzt nicht hier an der Stelle auf dem Boden liegen, was ein bisschen merkwürdig ist. Aber nun gut, einen Stein haben wir dann schon mal. Was haben wir hier? Aha, Tierspuren. Ah, was bist du denn? Komm her! Bleib stehen! Hoho! Da ist eine Feder. Ah, da müssen wir da irgendetwas wegwerfen. Machen wir das mal kurz. Ach komm, wir haben so viele Pilze. Mushrooms. Können wir einen davon weglegen. Nehmen wir die Feder. Und natürlich das Fleisch müssen wir auch noch mitnehmen. Dafür müssen wir aber wieder was ablegen. Wir können es auch direkt essen, so roh wie es ist. Ist wahrscheinlich keine gute Idee. Also wieder was weglegen. Den Kindling behalten wir mal. Dafür müssen wir ja... damit können wir Feuer machen. Jetzt haben wir zwei Federn. Ist das was, dann legen wir die eine Feder wieder weg. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, aber machen wir erstmal. Und nehmen wir das Fleisch mit. Ja, ja! Ich hab's umgebracht! Und ich werd's auch essen. Okay. Ich will's aber nicht roh essen. Ah, ich mache ein Barbecue. Natürlich. Natürlich. Ich hab's umgebracht, ich werd's essen. Ich bin ja auf einer einsamen Insel, bin 10 Jahre alt. Ich mache erstmal schön Barbecue. Naja, warum nicht? Das sieht doch an einer guten Stelle aus für ein Feuer. Ich weiß nicht, ob man das Feuer in der Hütte drin machen kann. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Sollen wir das mal ausprobieren? Machen wir einfach mal. Wenn jetzt die Hütte abbrennt, ja, dann ist es nun mal so. So, wie benutzen wir das denn? Nutzen wir mal das Item. Schauen wir mal im Rucksack nach. Und hier ist der Kindling. Use. Can't use here. Okay. Feuer kann man also nur draußen machen. Dann machen wir es hier vorne. Hier ist noch eine gute Stelle. So, Kindling. Benutzen. Feuer. Wow, das ist warm. Sehr schön. Und jetzt natürlich das Fleisch benutzen. Mit dem Feuer. Wo haben wir es? Meat. Meat from some animal. Burn. Burn, baby, burn. Cook the meat. Sehr schön. Mate cooked meat. Das hält wohl auch nicht ewig. Das heißt, man kann es jetzt natürlich wieder in einen Rucksack tun oder in eine Hütte lagern. Aber da wird es dann irgendwann auch schlecht, auch wenn es gebraten ist. Ich weiß wohl, dass wenn man das verbindet mit irgendwelchen Kräutern, dann hält es deutlich länger. Also wenn man es dann ja praktisch einlegt, sag ich mal, in Kräuter einlegt oder so ähnlich. Naja, auf jeden Fall, wir werden es direkt mal essen. Das war lecker. Ja, da ist unser Hunger jetzt bei 90. Schauen wir uns mal weiter um. Wie gesagt, wir müssen noch das Wasser finden. Wir müssen zum Fluss. Ah, jetzt sind da Bienenbäume. Kann man sagen, Bienenbäume? Was haben wir hier? There's a hard fruit. Lass uns die erstmal mitnehmen. Hard fruit, okay. Weiß man natürlich jetzt nicht, ist das gut, ist das schlecht? Oh, das wird der Apfel. Ich gehe mal zum Wasser hin. Mal gucken, was der Apfel macht. Der haut natürlich wieder ab, ist doch klar. Oh, ist das weggerannt. Es hat so ausgesehen, als hätte er vom Wasser getrunken. Ja, das ist doch der Hinweis. Dann mach du das auch mal. Benutz mal dein Fläschchen. Okay, das ist genug Wasser. Kann man direkt vom Wasser trinken? Ja, genau. Geht's auch. Super. Ach, hätte ich auch hier machen können. Einfach nur am Wasser stehen, dann die Taste klicken. Die A-Taste. Dann hätte ich das auch auffüllen können. Aber trinken wir erstmal. Gluck, 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 gluck. Mein Durst ist gestillt. Sehr schön.
Hunger 87 und Wasser 100. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich denke mal, die erste Episode war jetzt gar nicht so unerfolgreich, während es jetzt schon wieder dunkel draußen wird. Das sieht man auch daran, dass sich die Grafik verändert. Gehen wir zurück zu unserer Hütte. Machen dort nochmal ein Feuerchen und gucken mal, dass wir dort vielleicht nochmal, weil ich nicht, ein paar, ja, Pilze oder so. Ah, hier, sehen wir, Rotten Clam ist schon verrottet, die Muschel. Können wir die wegwerfen. So. Mach aber jetzt trotzdem nochmal Feuer. Mal gucken, ob man hier die Muscheln kochen kann. Oder braten, wie auch immer. Sehr schön. Und jetzt benutzen wir die Muschel. Wir haben doch noch eine Softmuschel, oder? Probieren wir mal die Softmuschel. Burn. Burn this. Cook the Softmuschel. Muschel. Mushroom. Pilz natürlich. Mushroom Pilz. Ist auch so, wenn man irgendwo in England in eine Kneipe geht und dort einen Pilz trinken will, bestellt kein Mushroom. Könnte lustig werden. Essen wir den mal. Jump, jump. Ob das eine gute Idee war? Ah, ich bin voll. Ich könnte nichts weiter essen. Sehr schön, ne? Das ist genau der richtige Moment, ins Bett zu gehen. Mal schön Haier zu machen. Das macht sie dann gleich. Für die erste Episode war es das, würde ich sagen. Machen wir an der Stelle einen kleinen Cut und dann bin ich schon gespannt, wie es in den nächsten Episoden weitergeht. Was wir alles noch so hier finden können. Hallo, was? Warum ist denn hier eine Anzeige, wenn ich auf Select drücke? Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war Stranded Kids, die erste Episode. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.